Leute, was geht ab? Ich bin's, euer Chef GotzDB und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Wir werden heute sehr, sehr leckere Wraps machen. Lehnt euch zurück und genießt dieses Video. Und dann würde ich sagen, ab dafür! So, meine lieben Freunde, jetzt kommen wir zu den Zutaten. Für unseren sehr, sehr guten Wrap brauchen wir erstmal hier Tortilla. Dann brauchen wir Hühnchen. Da habe ich jetzt so 500 Gramm genommen. Dann brauchen wir einen Kopfsalat. Den habe ich hier schon gewaschen und klein gemacht. Und dann brauchen wir noch 2 Paprika, 3 Zwiebeln und Knoblauch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim Zubereiten wieder. Jetzt kommen wir zum Hühnchenschneiden und dafür nehmen wir unser Hühnchen und schneiden das in kleine Streifen. Jetzt schneiden wir hier unser Hühnchen so in kleine Stückchen. So, und die haben jetzt eine perfekte Größe für unseren Wrap. Und dann würde ich sagen, schneiden wir noch unsere restlichen Hühnchen schön klein. Diese Zwiebel schneiden wir jetzt in kleine Stückchen. Danach schneiden wir unsere 2 Paprikaschoten auch in kleine Würfel, die wir dann auf unserem Wrap tun können. So, meine lieben Freunde, jetzt kommen wir zum Wichtigsten, dem Braten. Und als erstes machen wir unseren Herd an. Geben etwas Olivenöl hinzu. Ihr könnt natürlich auch Sonnenblumenöl nehmen. Ist euch ganz überlassen. Und jetzt lassen wir das Öl erstmal etwas heiß werden und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das Öl etwas heiß ist. So, jetzt ist unser Hühnchen auch, jetzt ist unsere Pfanne auch schön warm und dann geben wir jetzt unser Hühnchen in unser Wok rein. Wok heißt dieses große Ding hier, das ist ein Wok. Jetzt verteilen wir das Ganze. Und ihr seht jetzt auch schön hier, weil die Pfanne warm ist, wird das schnell weiß. Jetzt braten wir unser Hühnchen erstmal ein bisschen an. Dafür verteilen wir das ein bisschen und lassen das dann so ein paar Minuten stehen und rühren das Ganze dann immer mal um. Nun ist unser Hühnchen etwas warm, etwas angebraten und jetzt geben wir Zwiebeln hinzu. Und verrühren das Ganze. Jetzt nehmen wir uns unsere Knoblauchpresse, pressen unseren Knoblauch hier durch. Wir holen das Restliche auch noch aus unserer Knoblauchpresse raus. Da bleibt immer so ein gewisser Rückstand übrig. Machen wir jetzt auch noch mit dem hier. Jetzt verrühren wir das Ganze ordentlich. Oh. Riecht doch gut, oder? Ja, sehr gut. Ja. Und jetzt nehmen wir uns so einen großen Deckel hier, der auf euer Wok drauf passt. Könnt ihr es auch in einer großen Pfanne machen. Müsst ihr gucken. Und jetzt machen wir das hier drauf und lassen das so auf niedriger Flamme ein bisschen stehen, so 20 Minuten oder so. Für unser Tzatziki brauchen wir 300 Gramm Joghurt, Salz, Pfeffer, Gurke, das ist so eine halbe Gurke, glaube ich. Und dann brauchen wir noch einen Knoblauch und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim Zubereiten.
So, meine lieben Freunde, jetzt kommen wir zum Gurkenreiben. Darf Brom einen Reibe? Dann nehmen wir diese grobe Seite und dann fangen wir einfach an. Jetzt geben wir unser Gurke einfach in unseren Sieb, dass wir nur unsere Gurkenmasse haben. So. Jetzt geben wir unsere Gurke wieder hier hinzu und verrühren das. Pfeffern das Ganze. Salzen wir das Ganze. Und pressen jetzt eine Knoblauchzehe. Und jetzt verrühren wir das Ganze. So, meine lieben Freunde, das ist jetzt auch schon fertig hier. Jetzt kommen wir zu dem Belegen unseres Wraps. Dafür legen wir uns eine Tortilla erstmal auf unser Brett. Dann geben wir jetzt unser Tzatziki in die Mitte und verstreichen das Ganze. So. Jetzt geben wir unser Fleisch in eine Richtung auf unser Wrap, weil wir wollen das dann ja so rumdrehen. Jetzt geben wir ein bisschen Paprika drüber. Und zwar von unserem Salat. Und zerreißen den so ein bisschen, dass der schön klein ist. So, und jetzt machen wir das so ein bisschen alles in die Mitte. So. Jetzt nehmen wir unsere zusammengerollte Rolle, den Wrap, und legen den in unseren Sandwichmaker und lassen den da ein bisschen drin. Wir unser Wrap aus unserem Sandwich Maker. Könnte ziemlich heiß sein. Den stellen wir jetzt hier so hin. Und weil wir uns die Hände nicht verbrennen wollen, machen wir, das ist jetzt so ein einfaches Schulbrotpapier, was man so zu Hause hat. Und das und da legen wir jetzt unser Wrap so rein, dass es so vorne ein bisschen rausragt. Und jetzt legen wir unser Papier hier so drüber. Mal so hier. Und fertig ist das Ding zum Essen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt gleich mal beim Verkosten wieder. So, meine lieben Freunde, jetzt kommen wir zum Verkosten. Ich habe mir jetzt schon mal zwei Wraps vorbereitet. Und jetzt werde ich sie für euch verkosten. Sehen die nicht hammermäßig aus? Das ist mal wieder super geworden. Und ich finde, sie schmecken auch sehr, sehr gut. Und sie gehen schnell und schmecken sehr lecker. Macht das Ganze gerne mal nach. Und wenn ihr meinen weiteren wilden Content nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne diesen Kanal und lasst ein Like unter diesem Video da. Und schreibt doch auch gerne Kochwünsche in die Kommentare. Und zu diesem Gericht passt wie immer ein Glas Wasser dazu. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Chefkoch CDB.